Ah, da oben ist er ja. Das heißt, von da aus muss dann da der Würfel da rein. Was war das denn? Wie ist der denn geflogen? So, und dann müsste es eigentlich schon reichen. Theoretisch. Ich meine, die Brüste sind jetzt irgendwie sowas von einfach. Ja. Ah. Also, ich muss mal ehrlich sagen, also, das habe ich viel schwieriger in Erinnerung. Orange, nur zur Klarheit. Ich fragte Blue gerade, ob er dir vertraut. Ich vertraue dir. Du bist mein Lieblingstestsubjekt. Ich muss mal einen Pfifferling drauf geben, wenn sie mir vertraut. Ich habe mein Bett so eingelassen, so ein bisschen im Boden, weißt du? Das sieht richtig nice aus, Alter. Mit so halb hohen Steinen. Ja, ja. Ach so, quasi eingerahmt. So ein Doppelbett eingerahmt mit diesen halb hohen Stufen. Boah, dieses ganze Zeugs mit verzaubert von Gegenständen und Zaubertränke herstellen, da habe ich sowas von gar keine Ahnung von. Ja, das war ich aber auch erst später, so mit der Brauerei und so. Orange, ja. Also Brauerei, Ahnung. Gegenstände verzaubern geht so einigermaßen, da weiß ich ungefähr, wie man das machen muss. Aber Brauerei, was man da irgendwie, keine Ahnung, kein Plan. Du hast das brauchst halt auch zigtausend, sag mal Zutaten. Schnell, ja, Zutaten, genau. Wir sind ja nicht Familie, Kraft. Zum Beispiel beim Kuchenbacken auch. Kuchenbacken, Kuchenbacken war ja mit Zucker und sowas, ne? Ja, ja, genau. Ach so, apropos, ich muss mein Zuckerrohr noch anbauen. Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Yeah, das Brot, genau. Was ich hier gebacken habe, das bringt ja nicht wirklich viel. Oh, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Brot noch mit warum ist er, bist du gerade von einem Knopf runtergegangen oder so? Ja. Nö, ich habe gar nichts gemacht. Warte, pass mal auf, wenn ich jetzt... Meins ist noch da. Warte. Nein, nicht da rein. Guck mal hier, ich werde jetzt zerstanzt irgendwie aus irgendeinem Grund. Pass mal auf. Ja, da ist. Guck mal, guck dir mal das Ding an. Ja, warum? Geht das runter? Ja, warum nicht? Ich check das nicht, warum geht das an? Woran erkennt das, dass ich gerade komme? Das ist total bescheuert. Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber du kannst auf jeden Fall. So, dann kann man ja auch das machen, was einem dann aber auch nicht so viel bringt. Doch, klar. Ich nehme mich einfach. Warte. Ah, Gregor, ich weiß wie. Setz das nochmal hier hin. So. Ich sag, wenn ich jetzt sage, musst du das da hinsetzen. Ja. Und ach, da kann man nochmal dann das Ding jetzt sozusagen austricksen oder was? Ja. Ah, dann geht aber mein Portal weg. Nee, nochmal andersrum. Nee, versuch mal das Ding. Geh mal weiter, ich versuch mal das Ding auszutricksen. Bringt nichts. Nee. Warte. Jetzt, wenn das runterfährt. Nee. Na, kann nicht. Warte, ah nee, ich kann ja sehen, deine Perspektive. Problem ist, ich kann so und so. Ich kann nur hier oben irgendwie kein Zuckerrohr anpflanzen, das verstehe ich nicht. Ah doch, hier, ah okay, ich darf das nicht planten, das Zeug. Okay. Zuckerrohr kannst du glaube ich auch nur auf Sand, oder? Oh, ich Idiot. Ja, du darfst halt, das nicht planten. Auf Erde kannst du. Ja, auf Erde kannst du das planten. Auf Sand vielleicht. Aber Zuckerrohr kann man nur auf Sand oder nicht? Nee. Du darfst das nur nicht planieren, das Land. Du kannst es einfach so dahinsetzen. Du darfst es nur nicht planieren. Ja, ich dachte, das ging nur auf Sand. Der, auf jeden Fall, ich glaube, soweit ich weiß, wächst das auf Sand besser, aber es kann auch totale Fehlinformationen sein. Nee, ich hab's gerade nochmal nachgelesen in der Minecraft-Wiki. Da stand, wächst genauso schnell wie auf Dings. Kannst ihm ruhig alles erzählen, was du willst. Der hört gerade nichts zu, weil er gerade. Ja, ich war gerade kurz weg, aber ich bin wieder da. Die sind aber schneller. Also in der Minecraft-Wiki stand, dass das so bleibt halt, weißt du? Was? Also, dass die Geschwindigkeit bei Sand nicht höher ist. Nee, okay. Dann war das ein alter Minecraft-Mythos. Ja, gibt ja immer sowas, ne? Ja. Irgendwie.
So, und jetzt habe ich auch. Hero Brian. Ich habe jetzt auch alle Felder bestellt, Philipp sogar. Ja? Ja, mein ganzes Dach ist voll. Jetzt gleich, hoffentlich, wenn das hier passt. Ich glaube, es geht ganz knapp auf, glaube ich. Nein. Das war jetzt sehr intelligent. Ja, habe ich auch festgestellt. Ich kam halt nicht mehr raus. Ich check das nicht. Bin ich zu blöd für sowas? Okay, warte mal. Ach du mal, ich versuche mal, ob mir was einfällt. Kann Ernte auch verdorren? Nee. Also ich kann die so lange chillen lassen, wie ich will, ja? Ja, genau. Ja, das finde ich gut, das finde ich super. Oh, Philipp! Ah, wir müssen beide da... Nein. Ach so, oh. Oh Mann. Okay, das war sehr intelligent. Ja, also ich bin drüben. Und wir müssen noch nicht mal diesen Knopf betätigen. Achso, der Knopf ist wahrscheinlich für... Ah, okay. Wenn ich jetzt da drauf gehe, was passiert dann? Orange, wir umgedreht. Sind allein. Blue hört dich nicht. Jetzt musst du... Wofür das denn? Böse kleine Maschine. Jetzt musst du... Ah, jetzt kann man nämlich das da mit dem... Dann kann ich dich rüberziehen. Genau. Dann kannst du das Gleiche machen. Ja. So, einfach in das Rote rein. Aber warte, geh erstmal dran vorbei. Erstmal dran vorbei. Und jetzt kannst du nämlich direkt nach oben. So. Ja, gut. alles klar. War jetzt eigentlich auch doch ziemlich einfach, aber... Blue, fühlst du dich von Orange betrogen, wenn er mir diese furchtbaren Dinge über dich erzählt? Hätte Orange das über mich gesagt, würde er nie die nächste Remontagestation erreichen. Ey, was hast du denn über mich erzählt? Das ist ein Geheimnis. Das werde ich dir niemals erzählen. Dass die auch immer versucht, einen gegeneinander aufzuhetzen, ne? Ist so krass. Weil zwei Roboter. Ja, die muss halt hetzen. Ich meine, vor allem, wenn die versuchen würden, die menschliche Psyche irgendwie zu testen, okay, aber ich meine, dass sie zwei Roboter testen, die selbst gebaut haben. Ihr habt es beide geschafft. Ungeachtet dessen, was ich auch versuche, euch zu entzweien oder zu zerstören, testen wir weiter. So. Will keiner von euch den anderen übertrumpfen? Als wärt ihr nur Maschinen. Hm. Okay, gut zu wissen, ja. Was macht der hier? Umdrehen. Oh, scheiße, aber dafür... Ah, okay. Mach nochmal. Okay, das geht schon mal nicht. Da muss es hin. Ah, doch, ja, klar, lass einfach. Da und da. Hä? Was soll der Mist? Ich check mal ab, wie mein Haus in der normalen Textur aussieht. Hast du Text weg? Ja. Ich hab's erst einmal... Achso, oh nee, du musst das Ding umdrehen. Ich habe ein sehr bekanntes eigentlich, was nicht viel verändert, nur einfach nur Kantenglättung ein bisschen. Aber ja, weißt du, was jetzt ein bisschen schwachsinnig ist? Achso, okay. Ah. Und jetzt? Ja, komm mal raus. Rausgehen komplett? Ja. Und dann? Kein Plan. Also da oben müssen wir raus. Ach klar! Jetzt haben wir noch zu. Wie macht man das auf? Lass mal auf. Oder? Ah, bleib mal draufstehen. Ich hab eine Idee. Hat geklappt? Naja, nochmal das Ganze. So, Sekunde. Ja. So, ich muss jetzt...
Jetzt musst du das gleiche auch irgendwie machen, aber... Hast du eigentlich einen Würfel oder sowas? Ne, hier ist nix. Aber was ist denn hier hinten? Wie komme ich wieder hier hoch? Ach so! Sekunde. Ah, dann kannst du den ja jetzt da einsetzen. Ja, ich muss nur irgendwie zurückkommen. Dann setz den erstmal da. Du musst aber jetzt rein. Hä? Ja, geht ja nicht. Ja, du hast ja auch mal umbringen. Setz ihn einfach dahin. Und jetzt gleich setz ihn dahin. Jetzt? Nein. Nee, jetzt. Zu Beginn befürchtete ich eine zu große Nähe zwischen euch. Doch in meinen Versuchen, euch zu entzweien, lernte ich etwas über Vertrauen und Verrat. Eure Gehirne sind zu winzig für diese Gefühle. Also kann ich euch vollstens vertrauen. Gott, die Gehirne sind so winzig. Ja. Hast du Bescheid, ne? Also was ich ja sagen muss, Philipp, die Fenster sehen ja, oder die Glasscheiben sehen irgendwie cooler aus von Weitem. Im Texturepack? Nee, im Normal. Weil die halt so, also bei mir sind die halt einfach sich so, einfach so eine Glasfront ist das. Also die sind halt da so nochmal unterteilt, ne? Mhm. Ja, wie gesagt, ich mag. Ich hab ja noch ein Texturepack, so ein Realism-Dings. Schon mehr, ja, ich hab zwei Stück. Sprich, das ist. Das ist bestimmt ultra krass. Ach, wir sind fertig, oder was? Nee. Noch lange nicht. Ich glaube, ich erinnere mich ein wenig. Oh ja, ja doch. Zerstört mich das Ding? Nee, ne? Nee, das zerstört mich nicht. Ach du Scheiße. Was ist los? Du kannst da hoch, Philipp. Da und da, genau. Ja, hier ist voll das krasse Level mit irgendwelchen. Warte, haha! Mal kurz gucken, wann sich das ausfährt, damit du danach da durch kannst. Jetzt muss ich das dunkel lauern. Ne, mach weiter. Warte, hoch. Und jetzt ziehen. Ziehen. Ja, danke. Oh, Alter, das war knapp. Und jetzt kannst du das hellblau nach oben, das dunkelblau nach oben setzen, genau. Und jetzt da unten rein. Das Obo fährt sich nicht aus? Nein. Wie kommst du das denn? Ganze. Okay, jetzt wissen wir mal genau, wie es funktioniert. Ja. Ist ja nicht so schwer. So. Fang an zu ziehen. Oh, falsch rum. Oh. Nein! Ich hänge in der Endlosschleife fest. Wie dämlich war das denn, bitte? Das war scheiße, ja. Oh, kacke. Oh, Endlosschleife. Ja. Ah, schon wieder! Nein! Au, oh, nein, hör auf! Nein, nicht nochmal! Au. Oh. Weil ich genau das gleiche Ding jetzt habe. Oh, Mann. Also, was muss ich jetzt umsetzen? Das hellblaue. Ja, ich muss halt eben das. Okay, jetzt. Ja, ne, ziehen! Ja. Oh, Scheiße. Schade, dass ich gerade eben deine Perspektive nicht hatte. Also, ist halt nicht so wichtig, aber so. Siehst du ja im Video. Boah, war es knapp. Nee, das hat nicht geklappt. Irgendwas ist da schief gelaufen. Irgendwas, ja. Wer hat da wohl den Fehler gemacht? Natürlich ich nicht.